Wir warten gespannt auf die... Ah, da kamen sie, die 10 Seconds. Im, die ersten 10 Seconds im 8. Block. Und los geht's. Ballistics Göttingen von links. Die gute Svea mal nicht im Center. Sie haben ein bisschen umgestellt, sind aber Five Alive angekommen. King Size allerdings auch. Ich bin sehr gespannt. Das ist ein absolutes Spiel auf Augenhöhe. Die Leistungen beider Teams sprechen für sich. Hier tut sich gerade gar nichts, weil jeder, also beide Teams wirklich gute Deckungen gewählt haben und da souverän drin sitzen. Die Ballistics haben die Tempel besetzt und die T-Pack Corner und die Snake 1. King Size hat niemanden in der Snake und G1. Nur noch zu viert. Jetzt ist, glaube ich, der René in die Snake 1 gegangen. Ballistics im T-Pack 2. Haben jetzt Dorito 1 und 2 besetzt. Bilden eine schöne Kette. Dorito, großer Cake, Tempel, King Size, auch zu viert in der Snake 2. Ballistics sind jetzt im T-Pack 3. Der Tempelspieler von den Ballistics wird outgecallt. Sehr ausgeglichenes Duell. Sehr ausgeglichen. Jetzt ist einer von den King-Size-Jungs ins B gelaufen. Und wir hören wieder, es wird etwas ruhiger. So, wir haben jetzt von King-Size den ersten im Dorito 4. Beide jetzt von... Oh, und da gab es aufs Pack. Da hat King Size den Ballistik-Spieler ordentlich das Pack voll gemöbelt. Jetzt muss er nur noch den T-Pack-Spieler kriegen und die T-Pack-Seite ist sauber. Svea ist mittlerweile in den Tempel gewechselt. Und ist auch out. Ja, Ballistics G4. Da kam das Towel-Signal. Die Runde geht an King Size. King Size. KBS. KSB. King Size Berlin. Und jetzt kommen wir zum ersten Hannover-Duell in der 3. Bundesliga. Showdown gegen Redemption. Showdown von rechts, Redemption von links. Die Teams haben ein gutes Verhältnis, da sie sich auch gegenseitig unterstützen. Ich bedanke mich vielmals. Es ist kalt. Showdown hat Redemption, glaube ich, in den letzten Jahren viel an die Hand genommen, viel unter die Arme gegriffen. Ich weiß, dass die Teams sich durch den Paintball Shop Hannover gut verstehen. Wir werden sehen, ob das, wie das auf dem Feld läuft. Ich glaube, hier wird sich niemand etwas schenken. Die Teams starten und kommen tatsächlich Five Live an. Wie sagt man so schön, wenn der Schüler zum Meister wird? Wir werden sehen, ob das hier auch zutrifft, ob Redemption Showdown hier die Stirn bieten kann oder ob sie weggemöbelt werden. Redemption sitzt im M in den Tempeln. Showdown. Center besetzt. Center moved jetzt in den Tempel, dadurch beide Tempel besetzt. Ich würde meinen, es ist sehr ausgeglichen. Die Spieler stehen gut. Jetzt von Showdown einer versucht durchzulaufen, hat den Redemption-Spieler bekommen und hat wieder umgedreht und ist, glaube ich, hinter das M gelaufen, weil ich sehe nicht, dass er mit Hand am Kopf das Feld verlässt. War eine geile Nummer, weil die Redemption-Spieler das nicht haben kommen sehen, weil er infield aufs M zugerannt ist, kurz rum Schüsse abgegeben und zurück geswitcht. Das ging sehr flott, hätte aber auch in die Hose gehen können.
da spielt viel Erfahrung mit rein. Redemption sehe ich jetzt noch, 3 Alive, Tempel und den großen Cake dazwischen. Showdown hat auf alle Fälle auf der Snake-Seite noch jemanden sitzen. Jetzt auch jemanden in der Snake 2. Redemption hat umgeswitcht und ist jetzt im Mini-M gelandet. Der hintere Tempel wird outgecalled. Nächster G auf Seiten Redemption, da wird getowelt. Ich bin mir sicher, dass Redemption getowelt hat. Unterm Strich, Hannover Showdown bringt viel Erfahrung mit. Ich denke, Redemption verliert hier nicht, sondern gewinnt nur an Erfahrungen und an Eindrücken. Ten Seconds, King Size gegen Göttingen. King Size diesmal zu meiner Linken. Und da geht's auch schon los. King Size komplett alive angekommen. Göttingen auch. Corner sind besetzt. Niemand in der Snake. Bei keinem von beiden Teams. Kingstar ist jetzt vor in T-Pack 2. Ausgeglichenes Spielverhalten. Ich kann nicht sagen, wer hier eben gerade den Punkt dominiert und würde auch nicht sagen wollen, wer ihn am Ende mit nach Hause nimmt. Göttingen immer noch in der Snake 2. Da hält jetzt der T-Pack-Spieler drauf von King Size und der kriegt ihn auch. So. Von den Ballistics hat jetzt jemand ins T-Pack 4 gemoved und ich glaube, von King Size hat es keiner mitbekommen. King Size verliert schon wieder einen Spieler. Verliert einen Spieler. King Size ist schon wieder nur noch zu dritt. Und jetzt über... Oh mein Gott. Auf den Oberschenkel ist das fies. Das hat geklatscht und wehgetan. King Size punktet. Meine Güte. Da hat der King Size Spieler hier auf der Tippi-Seite den armen Kerl von den Göttingern überlaufen. Bei den Göttingern war es die Nummer 77 und hat dem 3-4 Bälle in die Seite, auf den Oberschenkel in die Seite gegeben. Das war unangenehm. Zurück zu der Partie Showdown gegen Redemption, wo Redemption sich den ersten Punkt geholt hat. Ten Seconds. Die Teams sammeln sich und es geht schon los. Showdown von links. Kommen gut an. Redemption geht wieder vor ins M. Da haben sie sich jetzt wirklich drauf eingespielt. Sind in der Snake 1. Von Showdown ist niemand in der Snake. Niemand in den T-Packs.
Showdown jetzt in den T-Packs. Beide Tempel sind besetzt und das Mini-M. Redemption hat G1. Sind also nur noch zu viert. Der Tempel ist besetzt. Wir werden sehen, was Showdown daraus macht. Jetzt schleichen auch sie sich ins M. Er bleibt weit genug weg stehen, um das M nicht zu berühren, weil sonst wackelt es wieder und man weiß sofort, dass er da drin ist. Tippi 1 von Redemption besetzt. Wurde jedenfalls von Showdown. So, die Jungs sitzen unverändert in ihren Positionen. Zwei T-Packs besetzt. Snake 1. Das sind so die Positionen des Tages. Auch der Showdown-Spieler versucht es jetzt oben drüber über das W zu spielen. Das haben wir nun heute schon oft genug gesehen. Wenn man groß genug ist, ist es kein Problem. Showdown auf der T-Pack-Seite jetzt schon zu dritt. T-Pack 1 bis 3 besetzt. Der Zweier-Spieler geht jetzt in die 54 und Redemption verliert gleich zwei Spieler. Towel. Punkt für Showdown. Kingsize Berlin führt aktuell 2-0 gegen die Ballistics Göttingen. Showdown, Kingsize startet sie da von rechts und die Ballistics von links. Svea setzt aus, ich habe sie gerade von der Seite gehört. Wir haben bei den Ballistics also jetzt ein Männerteam auf dem Platz. So, Ballistics G1, Kingsize, Five Alive, Tempel werden gespielt, die Doritos, Dorito 1, Ballistics im W, die Tempel besetzt und Snake Spieler. Spieler unverändert, der sitzt praktisch auf der Seite zur Snake hin, unten. Jetzt ist er aufgestanden, sodass er zwei verschiedene Punkte anspielen kann. Jetzt kniet er sich wieder hin. So kann er die... Jetzt geht von Kingsize einer durch und den nimmt... Da hat er den... Ja, er hat selber am Oberarm bekommen und hat aber auch den Doritos-Spieler von den Ballistics mitgenommen. Kein anderer Spieler von den Ballistics hat es mitbekommen. Sonst hätten die Ballistics ihn frühzeitig rausnehmen können. War eine schöne Sache, hat er gut gemacht. Infield gelaufen, hat ihn dann genommen. Es hat einen Ballistics-Spieler weit aufgemacht, hat einen weiten Weg genommen und ist auf die T-Pack-Seite gegangen, damit da nachbesetzt werden kann. Kingsize verliert den nächsten Spieler. Ich sehe von den Ballistics aktuell noch drei alive. Kingsize muss auf alle Fälle noch zu zweit sein, weil es kommen zwei unterschiedliche Ansagen. Jetzt ist die Frage, was machen sie daraus? Der Doritos-Spieler geht jetzt vor. Snake ist Snake 3. Kingsize verliert schon wieder einen Spieler. Von Kingsize kommt nichts mehr. Doch, Kingsize hat tatsächlich noch einen Spieler im... hatte, Verzeihung, einen Spieler im Game. Nein, der hat den Snake-Spieler von den Ballistics noch geknipst. Jetzt müssen die Ballistics nur aufpassen, dass sie sich nicht gegenseitig rausnehmen.
Der Ballistikspieler weiß aktuell nicht, ob er alleine ist oder nicht. Ist er nicht. Es ist ein One-on-One. Der Kingface moved und kriegt ihn. Er hat im Mini-M gesessen, hat auf die Snack-Seite rausgemoved und hat ihn tatsächlich gekriegt. Wo sitzt ihr? Ich habe euch die ganze Zeit gesucht. Ihr dürft nicht abhauen. Achso. Also es war super gut gemacht von King Size. Im richtigen Augenblick gemoved. Der Ballistikspieler hat es nicht mitbekommen. King Size hat den Punkt für sich entschieden. Ten Seconds bei Showdown gegen Redemption. Und go. Showdown im Center, Redemption auch. Da steht der Willi drin. Redemption, Five Alive, ich sehe 5 lila Jerseys. Bei Showdown ist das ein bisschen schwierig, weil die mittlerweile genauso aussehen wie die Deckungen. Auf keiner Seite ist jemand in der Snake und auch meines Wissens nach niemand in den Doritos. Nichts wackelt, keiner bewegt sich. Das M wird ausnahmsweise auch nicht, das W wird nicht gespielt. Showdown hat jemanden in der Snake 2 gehabt. Der Spieler ist aber gerade abgeflogen. Also ich ziehe meinen Hut vor Redemption. Wirklich. Die machen das so souverän. Die spielen ganz klasse ihre Deckungen. Lassen sich... Jetzt haben wir hier im Dorito 3 gerade Gun-Probleme gehabt. Tolle Kommunikation mit dem Marshall. Alles in Ordnung. Wir gehen jetzt vor. M wird immer noch nicht gespielt. In Dorito 50. In Dorito 50. Showdown. In den Tempeln. Niemand in der Snake. Hier auf der Dorito-Seite steht die Line. Redemption verliert einen Spieler. Ich sehe 3 Dorito-Spieler und in der Snake 1 sitzt jemand. Ja, der Dorito-Spieler in der 3 hat jetzt keine Pötte mehr. Und anscheinend kaum noch Paint. Da haben wir genau das Problem. Es ist schwierig, mit 500 Bällen zu haushalten. Er muss da jetzt ganz genau aufpassen. Unterm Strich, wenn sein Teamkollege es jetzt schafft, alle anderen zu eliminieren und Malte, die Nummer 11, die jetzt keinen Paint mehr hat. Das ist jetzt eine ganz verfahrene Situation. Wenn du einen Spieler... Wenn du noch einen Spieler hast, der keine Paint mehr hat, halte ihn am Leben, wenn die anderen das Game machen und die restlichen Spieler des gegnerischen Teams eliminieren. Dann kann er am Ende immer noch buzzern gehen. Er muss ohne Paint einfach nur überleben, ruhig bleiben, das Ganze aussitzen und gucken, was sein Team macht. Am besten wäre es, wenn er sich jetzt hinsetzen würde und seine anderen beiden Teamkollegen machen würde. Die Kommunikation zwischen T-Pack-Seite und Snake-Seite bei Redemption ist jetzt sehr schwierig. Wir haben 2 Spieler auf der T-Pack-Seite. Der Vordere hat keine Paint mehr und der Snaker scheint nicht so mitzuwirken, wie es sich seine Teamkollegen wünschen würden. Da bleibt jetzt abzuwarten, was er draus macht. Und jetzt wurde er getroffen und ist raus. So, jetzt kommt Showdown natürlich, die es mittlerweile geschnallt haben müssen. Und die werden garantiert zuerst auf Malte schießen, weil Malte sich nicht in Häkchen wehren kann, da er leer ist. Showdown ist im W. Und jetzt, oh, kam da einer von Showdown über die T-Pack-Seite angeschlichen.
und hat beide T-Pack-Spieler eliminiert. Da gab es jetzt eine kurze Diskussion mit dem Marshall, weil Malte seine Hand nicht an den Kopf genommen hat. Unterm Strich, es lohnt nicht, mit dem Marshall zu diskutieren. Das lernt man relativ früh. Showdown hat den Punkt gemacht. Olli. Ja. Kommt nicht. Auge. So, wir sind wieder bei King Size gegen die Ballistics. Ballistics von rechts, King Size von links. Und es geht los. Kurze Wege. Wichtig ist, dass man safe steht. Die Tempel sind besetzt. Beide T-Pack Corners sind besetzt. Das Mini-M von King Size ist besetzt. Es ist Ballistics sind in der Stake alt. King Size allerdings auch. Es ist niemand im W, also im großen W. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt. Kings, Ballistics trauen sich jetzt ein bisschen nach vorne. Jetzt rennt er ins W. Und es wird in die Snake 2 gemoved. King Size allerdings immer noch in der Snake 1. Da ist er über von King Size, der Corner-Spieler auf der T-Pack-Seite, über die Outline geslidet. Sowas tut mir immer furchtbar weh, weil das sind ganz klar Sachen, die kann man vermeiden. Ist nun mal einfach so. So. Der Rest der Situation. Das Mini-W ist besetzt, die Tempel sind besetzt, die Snake 1 ist besetzt. Das ist auf King-Size-Seite, Ballistics-Seite. Haben wir jemanden in der Snake 2? Haben wir jemanden im Tempel? Auf der Dorito-Seite sehe ich gerade nichts, aber das will nichts heißen, weil da sieht man ohnehin wenig. Das W wackelt, da war jemand drin. Da ist ein G gefallen bei den Ballistics. So. Entweder war es Kevin oder es war Markus, der vom Tempel in die T-Pack Corner gemoved ist. Wir haben bei Ballistics jemanden in der T-Pack 50. So, King Size geht infield nach vorne, schafft es aber nicht, wird outgecallt. Damit bleibt das Mini-W und die T-Pack Corner und die Snake 1. Was gut funktionieren kann, wenn sie das jetzt vernünftig kommunizieren. Der T-Pack-Spieler von den Ballistics schießt Cross. Time. Game over, das geht an. King Size. Da haben die Ballistics leider keine Sonne gesehen. Was uns zurück zu dem Spiel der Hannoveraner bringt. Jetzt 10 Seconds sind angezählt. Hannover Showdown von links, Redemption rechts, Showdown startet, hinten sehr kompakt, einer am vorderen Tempel und direkt durch ins M. B. Wir haben die Tempel bei Showdown besetzt, bei Redemption, obwohl die Jerseys gut zu sehen sind, sehe ich eben gerade nur die Snake 1. T-Pack ist raus bei Redemption. Showdown im T-Pack 3. Das könnte ein Pack-Treffer gewesen sein. Dafür geht er. Showdown also nur noch zu dritt, so wie ich das sehe.
Einer von den Redemption-Spielern schleicht hier außen vorbei. So. Redemption verliert leider den Team-Captain auf dem Feld. So, Showdown verliert den vierten Spieler. Also, es sind jetzt nur noch drei, also G2. Wir haben jemanden in der Snake 1 und beide Tempel sind besetzt. Auf Redemption-Seite ist es sehr leise geworden. Wir haben den Spieler in der Snake 1. Showdown immer noch zu dritt. So, da kommt jetzt einer und schleicht sich durch die Trees. Versucht es, wird aber getroffen. So, Bukake ist bei den Hannoveranern meistens immer das Keyword dafür, dass sie in vernünftiger Überlegenheit sind und praktisch wie eine Schere den Gegner überrennen können. Da wird aber schon getaulet. Was bedeutet